Wann kommen wir denn zur Sache? Sei doch nicht so ungeduldig. Zuerst sind meine Follower dran. Und damit ich richtig viele Follower bekomme, brauche ich meine Bestellung. Das Paket lagert noch in der Leisure Suite. Danach kriegst du deine ganz private Show. Versprochen. Leisure Suite? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau. Der Laden in der Innenstadt. Da liegt ein Paket für mich. Aber ich habe den Abholschein dummerweise in mein Schmuckkästchen gelegt und finde den Schlüssel dafür nicht mehr. Kannst du nicht einfach deinen Ausweis vorlegen und das abholen? Nein, man braucht den offiziellen Paketschein. Außerdem kann ich hier nicht weg, bis ich meine Show abgeliefert habe. Wann hast du den Schlüssel denn das letzte Mal gesehen? Ich weiß, dass ich ihn bei mir hatte, als ich das letzte Mal aus dem Haus gegangen bin. Dann bis später. Ich werde auf dich warten, Süßer. Ja. Ohne den richtigen Schlüssel komme ich nie in Aarons Schmuckkästchen. Aarons Schmuckkästchen ist wirklich zu... Was zum Henker? Lass das Licht bitte so, wie es ist. Ich brauche für meine Show eine gute Ausleuchtung. Lass das Licht bitte so, wie es ist. Ich brauche für meine Show eine gute Ausleuchtung. Schade. Kaugummis. Ich werde jetzt bestimmt keine Witze über Gummis oder Blasen machen. Aber später. Ich habe dir dafür eine Erinnerung in deinem Kalender angelegt. Na, herzlichen Dank. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Ich werde jetzt bestimmt keine Witze über... Ich hab... Hey, den brauche ich für meinen Erdbeerbusch. Ich leihe ihn mir nur kurz. Ein schöner Erdbeerbusch. Mit sehr seltsam filmigen Erdbeeren. Finger weg von meinem Erdbeerbusch. Das ist gut so, wie es ist. Ja. Welcher Mensch würde so etwas tun? Keine Ahnung. Damit könnte ich höchstens bei einem Kartrennen etwas anfangen. Bitte verklagt uns nicht. Sieht so aus, als wäre die Gentrifizierung in vollem Gange. Oder nötige Renovierungsarbeiten. Bitte verklagt uns nicht. Kannst du bitte meinen Buschtrimmer hier lassen? Ein sehr großer Buschtrümmer. So können wir jetzt vielleicht mit irgendwas hier. Besser nicht. Die Sache fixen. Aber hier können wir plakatlos werden. Das kann ich da hinhängen. Hier sind ja immer viele Leute. Also zumindest Lefty und. Aaron. Und eins weniger. Ach du Schande. Was zur Hölle ist das? Hat Lefty da jemanden eingemauert? Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Den wird er nicht vermissen. Gut, auch mitnehmen. Den fasse ich nicht an. So wie der aussieht, hat er womöglich noch antike Geschlechtskrankheiten. Aha, wir haben einen Goldzahn. Die beiden Sachen? Das hilft mir. Das hilft mir nicht. Okay, zumindest haben wir jetzt einen Goldzahn. Was auch immer wir damit machen können. Das ist gut so, wie es ist. Damit bin ich vorerst fertig. Okay, wir können kein Rescue-Papier holen. Das ist gut so, wie es ist. Und Plakat hast du begeben? Besser nicht.
Besser nicht. Okay, das wollte ich nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so. Da geht wirklich gar nichts mit. Nur Lifty. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Hast du eine Ahnung, wo hier das Internet steht? Macht dieser schrottige Router wieder Ärger? Ja, Aaron meinte, ihre Verbindung wäre zu schwach. Hat was mit ihren Kameras zu tun. Komisch, ich habe gar keine Kassetten gesehen. Vielleicht war es doch keine gute Idee, auf dieses abgefahrene Teil umzusteigen, nur weil es so schön altmodisch aussieht. Moment, sprichst du jetzt von mir oder meinst du... Die Jukebox ist ein Router? Ja, das wurde mir als modernste Hybrid-Technologie verkauft, macht aber nur Ärger, das Teil. Und die Musikauswahl ist auch scheiße. Ein wirklich minderwertiges Produkt. Nicht zu vergleichen mit moderner Technologie wie mir. Oh, Sekunde. Ich muss kurz 71 kritische Updates installieren. Bin gleich wieder da. Die Jukebox ist ein Router? Ja. Ein Wir... Oh, Sekunde. Mal. Wurde hier ein Schlüssel abgegeben? Hier vergessen die Leute ständig irgendwas. Vor allem ihre Manieren. Aber wenn die jungen Dinger rumstolzieren, glotzen die doch eh nur auf ihre Handys. Da haben die keinen Blick mehr dafür, was auf der Straße rumliegt. Wobei man sich manche Straßen in New Lost Wages gar nicht genauer anschauen will. Ah ja. War heute Abend ein Drummer unter deinen Gästen? Hm. Es war nicht gerade Hochbetrieb heute Abend, aber an einen Drummer erinnere ich mich nicht. Also, es war zumindest niemand mit einem Drumkit da. Kannst du ihn vielleicht etwas genauer beschreiben? Im Moment nicht. Ich frag nochmal nach. Ja, vielleicht könnte ich mich erinnern, wenn du ihn besser beschreiben kannst. Name, Kleidung, Gesichtsmerkmale... Beschreibung seines Charakters, besondere Angewohnheiten. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Hast du vielleicht ein Zimmer frei? Du weißt schon, für Damenbesuch. Ja, das Zimmer oben. Aber Aaron belegt es gerade. Sie wollte eigentlich nur zur Zwischenmiete hier sein, aber jetzt ist sie schon einige Zeit da. Wenn sie auszieht, könnte ich also rein? Nur wenn du bezahlen kannst. Aber natürlich. Nimm's mir nicht übel, Larry. Aber dein Deckel bei mir ist größer als eine Monatsmiete. Und sei froh, dass ich keine Zinsen seit 1987 berechne. Vielleicht kann ich... Wenn du da... Wie soll ich deine... Du musst den He... Allerdings... Was das? Okay, das hatten wir schon. Bis später, Lefty. Hier können wir doch auf jeden Fall mal ein Plakat platzieren. Und eins weniger. Wir können auch irgendwie den Router reparieren. Falsch gewickelt. Das wäre eine Idee gewesen. Die beiden Sachen funktionieren nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Was hilft denn da? Die Karte? Die Karte scheint... Besser nicht. Die Karte ist es nicht. Haben wir hier irgendwas? Eine Münze? Das hilft mir nicht. Geld ist... Der Schein... Es ist gut so, wie es ist. Nein. Verdammt.
Das hatten wir schon. 5-mal. So einfach komme ich nicht an die Platte. Die ist hinter einer Scheibe. Können wir etwas gegen die Scheibe tun? Nö, das halte ich für keine gute Idee. Hier können wir bestimmt noch ein Plakat aufhängen. Ah, Mist, die Wand ist zu feucht. Das ist, glaube ich, zu hart dafür. Verdammt. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Okay, was will ich denn? Wollt ihr ein schön Produkt ergattern, muss eine Golddublone durch Dollar nimmt die Maschine wo... Aha, vielleicht können wir... Das hilft mir nicht. Können wir das Gold irgendwie einschmelzen und über die Viertel-Dollar-Münze... Das lässt sich... Das lässt sich nicht kombinieren. Ach was. Ah, Mist. Wie geht's? Ich kann ein Pflaster drüber kleben. Das muss nicht geflickt werden. Ach, dann nimm das einfach mit. So ein Trick. Fahren wir hier mal wieder hin. Und eins weniger. Kann ich noch was loswerden? Eher nicht. Fotokamera klauen. Hey, nur anschauen, nicht anfassen. Oh, Flashback. Jetzt können wir hier vielleicht durch. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Aha. Was gibt's? Wo sollen die Plakate aufgehängt werden? Überall in der Stadt. Suche am besten nach Stellen, wo sowieso schon Plakate hängen. Kleb meine einfach dazu oder drüber. Stört das niemanden? Mich nicht. Sag mir Bescheid, wenn du alle verteilt hast. Dein Drummer ist verschwunden? Ja, ohne ihn kann der Gig nicht stattfinden, leider. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wollte er in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand was trinken. Aber ich kann mich nicht an den Namen der Bar erinnern. Das ist ein Fall für Detektiv Larry. Ich werde nicht ruhen, bis ich diesen Fall gelöst habe, Baby. Wie heißt denn dein trommelnder Kumpel? Styx LaBoom. Ein interessanter Interessant, so kommen wir weiter. Hast du vielleicht ein Foto von deinem Drummer? Keine Chance. Der hasst es, fotografiert zu werden. Und er ist nicht mal bei Timber. Aber am besten fragst du die Jungs hier im Salon de Lézard nach ihm. Mit denen hat er auch gesprochen. Ein interessanter Hinweis. Ich sollte mich umhören, ob noch jemand etwas über diesen Styx weiß. Bis nachher.
Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Ich habe gehört, ihr hättet mit einem Drummer namens Styx geredet. Ja, grässlicher Typ. Was ist mit dem? Wisst ihr, wo ich den finden kann? Keine Ahnung. Wir haben ihn rausgeworfen, weil er angefangen hat, hier drin zu rauchen. Wir können froh sein, wenn unsere Kunden uns nicht auf Schmerzensgeld verklagen. Ein interessanter Hinweis. Könnt ihr ihn genauer beschreiben? Was willst du wissen? Welche Haarfarbe hatte er? Schwer zu sagen mit seinem roten Kopftuch. Zumindest sein Bart war grau. Oh ja, der sah ganz zerzaust aus. Und er wollte nicht mal unser gutes Bartöl kaufen. Ein interessanter Hinweis. Könnt ihr ihn genauer beschreiben? Was willst du wissen? Was hatte er für Kleider an? Eine von diesen altmodischen Kutten. Nur nicht in weiß wie du. Ein interessanter Hinweis. Aha. Wisst ihr sonst noch was über Styx? Er hatte Riesenkrach mit dieser Lämmer. Der Typ scheint ernsthafte Probleme zu haben. Ein interessanter Hinweis. Lasst uns über was anderes reden. Na dann, ich glaube. Wir sehen uns später. Damit gehen wir mal zu Lefty zurück. Vielleicht können wir hier irgendwas herausfinden. Kann ich dir helfen, Larry? Also... War heute Abend... Oh. Also kannst du ihn vielleicht etwas genannt... Sein Name ist Styx Laboom. Ja, als ob ich mir in meinem Alter irgendwelche Namen merken könnte. Weißt du noch mehr über ihn? Grauer Bart, zerzaust, kein Sinn für Bartöl. Bei diesen ganzen bärtigen Hipstern... Komme ich total durcheinander. Weißt du noch mehr über ihn? Er ist ja so nach wie vor keine Hilfe. Er trägt so eine altmodische Rockerkutte. Das ist nicht gerade eine außergewöhnliche Beschreibung für einen Drummer. Weißt du noch mehr über ihn? Er ist wohl starker Raucher. Er raucht also. Wenn du mir sagst, welche Marke er bevorzugt, fällt es mir vielleicht ein. Oder auch nicht. Weißt du noch mehr über ihn? Im Moment nicht. Ich frag nochmal nach. Ja, vielleicht könnte ich Name... Ja, ja. Der hätte gesagt, bis später, Lefty. Lefty weiß absolut gar nichts. Was gibt's? Ich habe gehört, dass du Streit mit ihm hattest. Styx ist ein verdammter Sturkopf. Er meint, dass wir unsere Seele verkaufen, wenn wir hier im Salon de Lézard auftreten. Er will einfach nicht einsehen, dass das unsere große Chance ist. Stattdessen hängt er in den zwieligsten Ecken der Stadt ab. Er hat auf jeden Fall einige Probleme. Besonders mit Alkohol und Glücksspiel. Naja, niemand ist perfekt. Ein interessanter Hinweis. Das ist sein Lieblingsrauch. Marco. Bis nachher. Hallo. Ich bin noch in den Bus. Willkommen im Salon de Lézard. Wir sehen uns später. Vielleicht hat hier jemand in den Fuß. Hey, Larry. Ich hab ne Idee. Na dann schießt. Ich schau mich. Wir sehen uns später. Hier kommen wir nicht weiter. Bei Was ihr? Gibt's? Ich komme später. Ich sehe Rüst. Seine Herzfrequenz und sein Blut. Vielleicht war der hier mal drin. Hey!
Was ist das Geheimnis für deinen stählernen Körper? Ist dir nicht entgangen, was? Natürlich muss man hart trainieren. Ich stelle mir jeden Tag das Eisen. Aber ich habe noch ein Geheimrezept. Muskelshirts, die Muskeln machen? Nein, ich trinke nur noch Proteinshakes. Und es wirkt ja so. Also. Hier kommen wir nicht weiter. Ich habe die Infos. Ich bräuchte eine von diesen Sofortbildkameras. Du meinst unsere Prune Polaroid Vintage Collectors Edition? Sorry, Kumpel, aber die wird dein Budget echt übersteigen. Nachdem du aber bewiesen hast, dass du in der Lage bist, auch delikate Sachen zu besorgen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich habe echt keine Lust, noch mehr gebrauchte Frauenwäsche zu beschaffen. Psst. Nein, das meine ich nicht. Wir suchen schon ewig eine ganz seltene Actionfigur. Chuck Van Forzenegger? Wir suchen die Sklavenprinzessin aus Sleaze Wars. Aber nur die Version mit dem abnehmbaren Goldbikini. Ich halte die Augen offen. Dann kriegen wir eine Sofortbildkamera. Nö, das halt. Komm mit raus, so ein Figur, was denn? Eher nicht. Okay. Fällt bei nichts ein. Tja. Und wir müssen wir noch die. Jetzt müssen wir zwei Sachen hier reparieren. Einmal das Jukebox und einmal. So einfach komme ich nicht an die Platte. Die ist hinter einer Scheibe. Das ist gut so, wie es ist. Ja. Das wären zu viele Biokulturen auf einmal. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Ja. Larry, komm rein. Hey, Larry. Ja. Dann bis später. Ich werde auf dich warten, Süßer. Oh Gott, ich habe auf einmal einen heftigen Brechreiz. So, den Drama brauchen wir irgendwie. Wie kommen wir an ihn? Spick mal, weil ich wirklich nicht weiterkomme. Da kommt der Dösung. Ja. Der Drama. Thank you.
Ah, okay, der hätte ich selbst drauf kommen können. Wie so oft. Ja, es gibt natürlich einen leichten Weg herauszufinden, welche Marke der denn raucht. Die Jungs im Salon de Lézard sagten, der Drummer hätte geraucht. Ob vielleicht... Ja, eine Schachtel Camel Toe. Von der Marke habe ich noch nie gehört. Ein interessanter Hinweis. Camel Toe. Okay. Und wieder zurück. Kopfkatz. So, jetzt gehen wir... Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Kann ich dir helfen, Larry? Also... War heute... Also kannst du ihn... Raucht diese komische Zigarettenmarke Camel Toe. Camel Toe? Erinnert mich auf jeden Fall nicht an einen Drummer. Weißt du noch mehr über ihn? Verdammte Scheiße. Er hat Probleme mit Alkohol und Glücksspiel. Ach so, der Drummer. Na, sag jetzt. Das doch gleich. Den findest du sicher am Pier 69, wo er seine Kohle beim Glücksspiel verballert. Pier 69 ist direkt am Ende der Nibble Street. Pier 69. Nimm dir am besten natürlich einen unter. Pier 69 zu unter hinzugefügt. Das klang aber aggressiv. ja. Pier 69. Wo auch sonst. Einmal durchs Büro geschieden. Fest verschlossen. Durch das Bullauge kann ich in den Frachtraum des Schiffes schauen. Hoffentlich werde ich nie in so einem Raum eingesperrt. Boah. Spoiler doch nicht das Abenteuer. Sogar der Dreck am Strand von New Lost Wages wirkt moderner als früher. Das wissen wir, das wird dann definitiv eingesperrt werden. Ohne guten Grund werde ich nicht zum Schlammwühler. Jetzt haben wir hier doch einen schönen Ort zum Foto machen. Ach, die kennen wir doch schon. Die Becky. Hey, das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Dieser Larry, der hat mir was in den Drink gemischt und wollte dann über mich herfallen. Stimmt das? Stimmt das? Gar nicht. Bleib von mir weg, du Creep. Ich habe zwar dadurch voll den Support meiner Community bekommen, aber das war richtig kranke Scheiße. Tu so etwas nie wieder. Kann ich dir noch was zu trinken holen? Auf keinen Fall. Hey, du hältst dich von Becky fern, klar? Wer bist du denn? Lance. Was machst du so, Lance? Ich bin Fitnesstrainer und arbeite im Gym auf dem Strip. Wenn du richtig in Form kommen willst, frag mich. Waschbrettbauch und starker Bizeps habe ich am liebsten. Sind meine Spezialitäten, meine ich. Ist Becky deine Freundin? Lance ist mein Date. Sind seine Muskeln nicht on fleek? Er ist der perfekte Insta-Husband. Ich bin eben total der Frauentyp. Ein Glück, dass ich auch total auf Frauen stehe. Ausschließlich. Aha. Bis später. Hier können wir ein Plakat platzieren. Und jetzt müssen eins wir noch weniger. Irgendwie die Toilette platzieren. Vielleicht haben wir noch keine Ahnung wie. Vielleicht tun wir hier noch was, was uns da weiterhilft.